Willkommen zurück, ihr geilen Leute von der Welt oder so. Ja, was geht ab? Wir sind wieder zurück hier bei Shadow of Tomb Raider. Wir sind immer noch auf dem Markt unterwegs und sind hier mit den ganzen Leuten am Reden. Auf der Insel da war mal ein Tempel. Jetzt sind dort nur noch ein paar Ruinen. Und eine Steinsäule, wie es aussieht. Eher eine Statue als eine Säule. Sehr fein gearbeitet. Ein Universitätsprofessor kam vor ein paar Jahren, um sie zu studieren. Hat er was gelernt? Er sagte, es ergebe keinen Sinn. War ziemlich sauer darüber und hat behauptet, dass wir ihn ausgetrickst haben. Und quasi unser Kunstziel aktualisieren durch die ganzen Gespräche hier auf dem Markt. Zumindest ist das gerade so mein Verständnis von dem, was wir hier tun. Beziehungsweise unsere Karte einfach aktivieren. Wie gesagt, wir wollen uns noch den Markt anschauen. Wir wollen uns das Gold holen. Das momentan so. Okay. Entschuldige, kennen wir uns? Tut mir leid. Ich wusste nicht, dass das privater Wohnraum ist. Oh Gott, wir haben viel verloren. Aber mir war nicht klar, dass es so schlimm ist. Ich wollte wirklich nicht. Ich weiß. Aber du musst uns entschuldigen. Wir haben viel zu tun. Okay, das ist alles klar. Das sieht aus wie Durchgangszimmer für hier alle anderen. Wer lacht denn hier eigentlich so? Hier ist doch nichts mehr zum Lachen, also bitte. Geht bei euch hier oben? Kommen wir hier rein? Oh Herr, danke für deine Gnade. Kein Problem. Bitte hilf uns über die Hürden auf unserem Weg. Ach, ich werde euch helfen, so gut ich kann. Ist gar kein Problem. Ja. So. Wieder unten im Wasser. Och, das ist halt ja süß. Das können wir. Lass uns das doch einfach mal jetzt hoch. Wenn wir schon hier sind, doch eigentlich, oder? Ach du Heiliger. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass es hier so tief ist. Aber das Gold ist schon relativ gut, weil ich habe das Gefühl, der Händler ist bestimmt nicht so ganz billig. Aber es ist schon asozial. Guck mal, hier wohnen die ganzen... Hier wohnen die Leute alle seit, keine Ahnung, 1 Million Jahre oder so, ja. Und wir kommen hierher und rippen die als allererstes erstmal ab. Ist natürlich auch schon assi. So ein bisschen Bodenfresser. Pflanzen. Ah, Wasserpflanzen können wir wahrscheinlich echt gut gebrauchen, schätze ich mal. Werden für irgendwas schon nütze sein. Müssen wir doch eigentlich schon an der Stelle sein, wo auch der Monolith und so steht. Und achso, das ist das. Aber die Frage ist, wie kommen wir jetzt natürlich hier an Land? Hier also gar nicht. Da wahrscheinlich eher. Aber hoch. Hier. Ach, zu graben. Cool, mehr Gold. Ressourcen. Wären das ja dann, genau, ein bisschen Öl und so. Aha, hier kommen wir also da hoch. Das beschreibt etwas in der Nähe. Hole tief Luft und finde mich direkt unter der Nase eines anderen. Okay. Unter der Nase eines anderen. Finden wir. Finden wir bestimmt. So, dann holen wir uns noch gerade die zwei Pflänzleins hier und dann sind wir eigentlich auch schon durch mit dem und dem. Und dann gehen wir mal zum Händler und gucken mal, was wir da so bei dem kaufen und verkaufen können. Wahrscheinlich Gold verkaufen und keine Ahnung, was kaufen. Sehen wir dann. Vielleicht Pfeile oder so. Das ist jetzt aber auch nicht das Geilste, was. Ach, Peiße. Es ist ja eine ganze Welt, die sich hier gerade offenbart. Wir müssen mal kurz nach oben Luft holen. Aber sie ist zum Glück komplett abgeriegelt. Also wir kommen hier nicht raus, um noch, keine Ahnung, den Ozean zu erforschen. Was ganz gut ist. Aber wenn wir schon hier... Wasserpflanzen verbessert die Ausdauer. Weil wenn wir schon hier unten sind, also beziehungsweise hier schon... Können wir auch gerade den ganzen Kram hier holen, der hier so quasi vorhanden ist. Bisschen was lernen, geht immer. Denn unsere
Diese Strahlen golden. Alles klar. Ich hoffe, ihr konntet Pause machen. Wenn nicht, ich schaffe das schon. Ich sollte da echt einen Moment länger warten. Das war da jetzt gerade schon wieder zu schnell in den Fingern. So, das soll es jetzt aber auch gewesen sein, oder? Dann lassen wir hier an den Strand rüber rausgehen, damit wir den auch mal gesehen haben. Und wir haben noch ein Lagerfeuer entdeckt und das ist doch praktisch. Das Dorf wurde kaum vom Sturm getroffen. Das Epizentrum war näher am Flugzeug. Aber es hätte deutlich schlimmer kommen können. Was habe ich getan? Was, wenn das Erdbeben hier auftritt? Hunderte Menschen werden sterben. Ich muss einen Weg finden, das zu verhindern. Ich weiß jetzt auch gerade nicht, warum wir nicht den Bogen die ganze... Ist ja auch geil. Wir haben hier eine Waffe. Die haben wir 5 Upgrades, ja. Wir können einfach die hier nehmen und die ist einfach schon überall 1000-mal geiler. Jetzt hier können wir, haben wir gar nichts und auch nichts. Was können wir hier machen bei dem Teil? Polsterter Schaft ist für die Präzision Feuerrate Nachlade. Laufverschalung. Ein Materialverschalung schützt den Benutzer vor einem erhitzenden Lauf, was ein schnelleres Nachladen ermöglicht. Okay, das muss man jetzt nicht verstehen. Und größeres Magazin. Alles klar. Aber hier mehr Schaden wahrscheinlich. Genau. Ja, cool, dann lass doch mal das mit mehr Schaden machen und das größere Magazin einfach noch holen. So die zwei Sachen, die ich glaube hier mal als allererstes machen würde, das ist immer ganz gut. Ich will jetzt auch gar nicht den ganzen Kram hier ausgeben. K&H Cup, also das ist einfach eine Pistole fertig. Und die ist von Trinity Truppen. Kann vielleicht sein, dass das jetzt hier eine Waffe ist, genauso wie die hier, ich durch diesen Pass Bumskrams habe. So, dann gehen wir jetzt mal gerade wieder rüber ins Dorf. Wir wollen immer noch zum Händler. Ich weiß, ich bin ja auch schon ganz ungeduldig, Leute. Oh nee, das haben wir jetzt gefunden. Karte aktualisiert, Geheimnis gefunden. Okay, what the fuck? Mein Überlebensversteck. Ach du Heiliger, was wir allein hier zu tun haben schon wieder. Das ist ja, das übersteigt ja schon wieder alle Kompetenzen dieser Welt. Wie war das gewesen? Achso, das ist auch Wegpunkt auf Enter. Weil Leute, wir sind doch hier Tastatur-Layout. Wir können doch alles benutzen. Ach so, das ist ein Überlebensversteck. Oh, jetzt bin ich ein bisschen unterwältigt. So, dann gehen wir jetzt mal rüber ins Dorf und jetzt gehen wir erstmal zum Händler, bevor wir irgendeinen anderen Kram, Krypta oder so, uns zur Arbeit. Weil ich würde echt gerne erstmal wissen, was der eigentlich so verkauft. Das interessiert mich doch tatsächlich ein wenig. Wir hier raus? Ja, hier können wir raus. So, dann schauen wir mal, wo der Händler... Auf dem Weg zum Händler können wir das Überlebensversteck noch mit. Das im Wasser ist, ehrlich. Ach nee, habe ich jetzt keinen Bock drauf. So, wir hätten wieder mit der Frau eben von eben sprechen können. Merkwürdig. So, wo ist denn hier der Markt? Den lasse ich jetzt mal kurz nehmen. Den? Ja, mal, wir müssen ja mal vorwärts kommen. Wir müssen ja mal hier langsam mal erleben, was hier abgeht. Aha, da ist der Händler. Brauchst du irgendwas? Wir könnten handeln. Schauen wir doch mal, was du so hast. Hallo. Lass mich raten, du sollst mich für Omar aufmischen. Von mir kriegt der Mistkerl gar nichts. Wovon redest du denn da? Was ich... Tut mir leid. Das Messer, die Waffe... Ich dachte... Na, vergiss es. Suchst du was Spezielles oder siehst du dich nur um? Was hast du denn? Was ich habe? Das hier ist Kuwakyaku, eine der größten Ausgrabungsstätten in Südamerika. Naja, sie könnte es sein. Sie sollte es sein. Wenn die Plünderer nicht wären? Ganz genau. Omar und seinen Leuten geht's ums Geld, nicht um Geschichte. Ich verkaufe Objekte von kultureller Bedeutung. Vielleicht beschädigt, aber man kann sie restaurieren. Ich zeig dir, was ich habe.
Okay, also wir haben wir haben Gold. Wir können. Okay. Brauchen wir Gold noch für irgendwas anderes? Wahrscheinlich nicht, oder? Ja. Was können wir denn? Molotov-Cocktail, Waffen, Upgrades und Outfits können wir da. Also das, wir können auch unsere ganzen normalen Sachen. Oh. Ja, scheiße. Jaguarhaut. Ja, Leute, das ist jetzt eine hervorragende Frage. Also ich würde sagen, wir können Sachen verkaufen, die wir quasi, zum Beispiel Medizin, ja, davon können wir die Hälfte verkaufen, würde ich sagen. Weil brauchen wir nicht so viel, ja. Also wir können von allem können wir so ein bisschen was verkaufen, damit wir halt ein bisschen Geld machen. Und dass wir wieder sammeln können. Also, wenn das verständlich ist. Ich glaube, das ist. Ja, so macht man Geschäfte. Ich glaube, das ist verständlich. Wo wir halt viel von haben, können wir auch ein bisschen was verkaufen. Okay, also ich glaube, das soll es erstmal gewesen sein. So, jetzt haben wir Gold. Tja, ich hätte ganz gerne eigentlich im direkten Vergleich zu allen anderen. Aber. Ja. Bullenschalldämpfer. Pistolenmunitionsbeutel. Gewehr. Überreste. Meilengurt. Baumwoll- und Lammwollgurt von unbekannter Herkunft. Erhöht die Menge herstellbarer Munition. Geräuschloser Pfeil. Ah, guck mal. Also wir können also hier einfach Pfeile kaufen. Das ist ja cool. Schauen wir mal ein paar kaufen. Pistolenmunition haben wir voll. Gewehrmunition haben wir voll. Medizin, das haben wir gerade alles verkauft. Bergungsgut. Bergungsgut können wir hier also auch kaufen. Ja, dann würde ich doch sagen, machen wir doch mal hier das Wichtige. Viel Spaß. Ausgezeichnete Wahl. Nämlich die Upgrade-Sachen. Ja, so macht man Geschäfte. Tätigt Überrestherstellung Basislast. Stiefel. Mehr Erfahrung von lautlosen Kids. Ah ja, das ist das Problem. Achso, wir können auch gar nichts mehr kaufen. Alles klar. Wenn du wieder handeln willst, ich bin hier. Korrekt. Haben wir jetzt ein bisschen was eingekauft und sind schon ein bisschen weiter und können dann unsere Waffe dementsprechend auch upgraden beim. Oh. Jonah, hier sind Inka-Ruinen, aber ich glaube, das Fundament des Tempels ist älter. Ja, Abby hat sich erinnert, wo sie das Symbol sah. Es ist irgendwo im Tempel. Sehr gut. Sag ihr Danke von mir. Ich bin hier. Es ist genug Dank, wenn du nichts kaputt machst. Ich bin gleich da, Lara. So schön, wenn man Freunde hat. Schön, erstmal die Sprachskills ein bisschen erweitern. Sehr praktisch. Wollen wir mit dem Kollegen hier noch schwätzen? Also ich könnte jetzt hier noch natürlich eine Stunde rumlaufen. Die Stimmen. Die alten Götter. Vielleicht musst du dich nur ausruhen. Nein. Sieh es dir selbst an. Sieh dir an, wie der Atem der Götter aus dem Schoß der Erde kommt. Und hör auf ihre gequälten Schreie. Es war mir nicht aufgefallen. Wo ist dieser Atem? Ich kann sie aus der Unterwelt rufen hören. Die Stimmen der alten Götter. Also für den Stand, den ich gerade bei diesem Mann habe, könnt ihr mir natürlich noch mal ein paar Euro zustecken, ne? Ein paar Golddubel. Ach ja, schön. Also wir haben jetzt ein Grab gefunden. Mann, ich kann mich hier echt nicht entscheiden, was machen wir jetzt als erstes, ja, das ist, boah, wir haben hier 1.663.000 Sachen. Das ist direkt eine Schatztruhe, willst du mich verarschen? Also eine Schatztruhe müssen wir eigentlich noch machen. Eigentlich theoretisch gesehen müssten wir jetzt erstmal hier zack, zack, zack alles abarbeiten und dann wäre cool, ehrlich gesagt, meiner Meinung nach, finde ich. Ja, komm. Der, jetzt haben wir hier schon. Hast du irgendwas, das du eintauschen willst? Diese. Sie so fröhlich tratschen, nachdem wir so viel verloren haben. Tut mir leid. Hey, du bist nicht Mariella. Nein, ich. Tut mir leid, dass ich gestört habe. Okay. Also die meisten Leute sind hier relativ mad auf uns.
Weil wir Fremde sind, schätze ich mal. Was war hier? Habt ihr irgendwas verpasst? War hier ein Sturm oder? Neue Gesichter sehe ich immer gern. Ein schönes Gefühl zu wissen, dass unsere Gegend hier nicht vergessen ist. Auch gut für die Kasse, wenn du dir mal ansehen würdest, was wir im Laden so alles verkaufen. Okay, aber es gibt hier nur einen Händler hier anscheinend. Also von dem her hast du ja nicht viel davon. Wir gucken uns das hier. Leute, wir können jetzt hier die Folge einfach drum machen, dass wir uns jetzt hier einfach umgucken und den ganzen Kram sammeln, den es hier einfach gibt, weil wir brauchen es halt sowieso. Auch nicht. Also die Sache, weiß man ja nicht, ob man es braucht. Das ist halt immer das Problem an der. Mit Sicherheit kann man das Spiel auch einfach durchzocken, ohne einmal irgendwas aufgesammelt zu haben, ohne einmal hier so ein verstecktes Dings zu holen. Aber das ist halt irgendwie auch the game, ja. Das ist, gehört halt auch irgendwie dazu, nach einer Schatztruhe zu suchen, ja. Und sich umzuschauen. Also ich versuche das ein bisschen vor mir auch selber zu rechtfertigen. Ja, vielleicht ein klein wenig. So, wo ist jetzt hier diese Schatztruhe? Die sollte doch direkt hier neben dem Obelisten sein, oder? Gehen wir uns mal ganz frech da oben. Ja, da müssen wir wahrscheinlich von der anderen Seite ran. Aha, von der wir nicht rankommen. Ach nee, unter uns? Oh, 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 oh. Wow, was war das für ein Move, den ihr gerade gemacht habt? Ach ne, ich hab gedacht, das wäre eine Höhle. So richtig gut sichtbar ist hier jetzt gerade nichts, aber nichts. Ja, dann wird das wahrscheinlich auf der anderen Seite sein, schätze ich mal. Ja, das wird dann wahrscheinlich auf der anderen Seite sein. Genau, hier hinten sozusagen. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Hier vielleicht eine Unterwasserhöhle? Nö. Sieht zumindest nicht so. Da ist was. Da ist was. Ja, da ist was. Dann gucken wir doch mal danach, was da ist. Okay. Na, erstmal Luft holen gehen, würde ich sagen. Wo wir noch weiter unterwegs sind. Warte mal, wo sind wir jetzt hier? Verdammt, wir sind völlig woanders da. Ah, so ein Mist aber auch. Ich hab schon... Die Karte sieht irgendwie größer aus, als sie in Wahrheit ist, aber ist nicht schlimm. Können wir hier mitmachen? Ach, das ist ein Brandzeug, oder? Ist es Brandzeug? Für den weiteren Fortschritt die Spurfinde erforderlich. Alles klar. Was machen wir denn hier mit? Damit klettern wir da hoch. Okay. Wo kommen wir dann da hin? Also in den. Nein. Entschuldigung, man kann sich nicht mal umgucken, ne? Das ist jetzt ein, nicht Tempel, sondern ein Grab. Und das Grab können wir nur mit der Schrotflinte, damit wir dann den Kram da aufschießen. So, hier haben wir noch ein Goldflöz hier oben. Kommen wir dann hier weiter zu der Schatztruhe? Ja, ganz interessant. Aber die war auf jeden Fall safe unter Wasser gewesen, oder? Okay, das Gold ist weg. Nee, kommen wir nicht. Das ist doch ärgerlich. Was ist das jetzt hier? Eine Krypta. Ah ja, okay. Krypta war das. Ja. Ich weiß nicht, wie wir das finden sollen. Weiß ich ehrlich gesagt. Wirklich nicht. Keine Ahnung. Schauen wir mal. Vielleicht der Schatz. I don't know. Ich muss da jetzt auch halt keine... Also das ist halt so die andere Seite. Ich muss natürlich keine halbe Stunde nach so Sachen suchen. Ja. Dann auch irgendwie ein bisschen too much.
hier. Zeugs halt. Federn. Weil wieder hier irgendwo unter Werbespielzeugmodell eines Ölbohrturms. Das ist ein aus billigem Plastik und Kupfer hergestelltes Werbemodell eines Ölbohrturms. An seinem Sockel findet sich das Logo eines Unternehmens namens Porvenir. Aha. Gibt Dinge, die muss man einfach nicht wissen. Era weiß alles. Wir können jetzt eigentlich theoretisch noch das Grab hier oben machen. Dann haben wir hier im Prinzip in die Richtung alles abgearbeitet. Hier diese Mission. Gucken wir vielleicht mal in einer anderen Folge, wie wir mal dazu kommen. Müssen wir ja nicht alles jetzt in der Folge machen, aber ich würde sagen, in der nächsten machen wir dann auf jeden Fall mit der Hauptmission weiter. Man muss sich immer erstmal fragen, warum hier diese Dinge rumstehen. Mit den Seilen drum. Man da hoch kann. Warum kann man da hoch? Da oben wird irgendwas sein. Meine Theorie. Bergungsgut. Wahnsinn, oder? Nee. Das. Naja, gut. Siehst du? So ein bisschen Zeugs halt. Ein Kram. Dann kommt man aber. Nein. Moment. Und noch dahin. Dahin. Und dann hätte man sich auch den Weg sparen können mit dem Ding. Und auch anders da haben können. Naja, so ist das, Freunde. Heilkram-Zeug mitnehmen. Brauchen wir zum Glück noch nicht so oft. Jetzt gehen wir erstmal hier hinten hin. Da brauchen wir auch die Schrotflinte. Ach, verdammt. Ja, hätten wir mal die Schrift finden. Aber guck mal, das ist jetzt gar nicht auf der Karte eingezeichnet. Wie doof. Das vergesse ich 1000%ig, vergesse ich das. Außer natürlich erinnert mich später nochmal dran. Was ist denn jetzt hier? Überlebensversteck. Das ist doch wieder nur zum Graben. Ach, guck mal, das haben wir gerade schon gesehen. Da. Hat gerade schon geglitzert. So, dann. Heilkram. Das ist immer wichtig. Jetzt hier hoch. Auf dem richtigen Wege. Immer mal zwischendurch. Herausforderung. Erkunden Sie, um Eingang zu finden. Erst nochmal ein bisschen Leder abschnecken und ein bisschen Fett. Ich habe mir gedacht, der Tropfen würde Öl bedeuten, aber das ist ja im Prinzip fast schon dasselbe. Wahrnehmungsbums. Okay. Das ist wirklich. Das kann man auch noch skillen mit dem Wahrnehmungskram, was man da alles so. Herausforderungskram. Ob uns das herausfordert, ich glaube ja nicht. Seil, Laufstieg, Werkzeug. Was? Seil, Aufstieg, Werkzeug. Ach, das ist so eine Kurbel wahrscheinlich, oder? Ah, jetzt können wir das Grab nicht machen? Dein Ernst? Können wir das Grab nicht machen, weil uns hier das Zeug fehlt? Keine Ahnung. Wir gehen einfach mal hier lang, weil hier ist ja auch noch ein Weg. Ach, das wäre jetzt aber echt ärgerlich. Das können hier nicht weiter. Da unten Wasser. We try it. Oh, es war zum Glück. Etwa zum Glück nicht so flach, wie ich eben im Flug dachte. Ja, ich springe jetzt noch mal ganz kurz in das Wasser. Wollen wir mal hier überprüfen, dass wir hier nichts verpasst haben, ja. Hab ich mir schon fast gedacht. Haben wir wieder die Hälfte sonst liegen lassen. Was noch mit. Oh, zack, ein Fähigkeitspunkt. Guck mal, hier ist noch ein bisschen Gold am Start. Nice. Aushebeln. Action. 5 Gold aufgesammelt. So,
Und dann können wir uns hier das Grab jetzt mal angucken. Bei Grab waren das früher gewesen. Da gab es dann auch Ausrüstungsgegenstände. Glaube ich, Waffen und so ein Kram gab es doch dann da immer. Wir gehen erstmal den offensichtlichen Weg. Obwohl der offensichtlich. Ja doch, eigentlich ist es eigentlich immer schon richtig, den offensichtlichen Weg zu gehen, weil. Ich mal kurz hier was, dann muss ich mich mal hier die ganze Zeit aktualisieren. Ach, das ist Käfer. Bekanntes Gebiet, Herausforderungsgrab. Ja, wir sind immer noch dabei. Internet, wie das immer wieder zu mir sagt. Ganz schön windelig hier, würde ich mal sagen. Oh, oh. Aua, das tat bestimmt. Dein Ernst? Was passiert? Hä? Moment. Das habe ich jetzt gerade nicht ganz verstanden. Konnte ich mich festhalten? Also ich habe es versucht, aber also ach so, einfach mal den Haken schon. Natürlich, logisch. Nur jetzt warte mal ganz. Ach so, wir sollen uns trotzdem wieder abseilen. Dann seilen wir uns nochmal ab. Abseilen? Danke. Ja, also wissen wir schon mal, dass da unten so. Wuff, wuff, wuff. So ein paar Hunde sind. Die uns nicht so wohlgesonnen sind. Ah, ich hab gedacht, jetzt können wir noch irgendwas machen. So ein bisschen fighten oder so, ja. Aber anscheinend nicht. Geht's jetzt hier weiter? Ist die Frage. Jetzt nach unten? Nein, wir gehen erstmal darüber. Ich glaube, nach unten ist irgendwie nicht so der beste Weg. Oben? Scheiße, wo sind wir denn jetzt? Wo sollen wir hin? Ich sehe nix. Das Problem, ich sehe nix. Wir hier hochklettern? Doch, das sieht doch gut aus. Okay, das sieht nicht gut aus. Ich weiß ehrlich gerade gesagt nicht. Hin. Da oben können wir uns auch nicht dran festhalten. Also jetzt sind wir wieder hier. Okay. Also unten den Boden dürfen wir auf keinen Fall. Ja, komm, ey, zieh die Knarre und baller sie ab, würde ich sagen. Was sind denn das eigentlich? Sind das Hyänen sind das nicht? Das sieht aus wie eine Mischung aus Hund und Fuchs. Ah, wir sind hier. Okay, also wir können da rüber. Und wo können wir da weiter? Also, weil da geht's ja nicht weiter, da brennt es. Da unten geht's auf keinen Fall weiter. Da geht's nicht weiter. Wir müssen hier rüber. Nur was passiert hier drüben? Ich sehe gerade den Weg leider einfach nicht. Das tut mir auch ehrlich gesagt ganz schön leid. Wir jumpen jetzt einfach nach rechts und gucken, was passiert. Nein. Weg. Hier. Richtige Knarre für so Tiere. Ganz einfach. Oder hier die Schallgedämpfte? Ah ne, die ist noch nicht Schallgedämpft. Also die richtige. Immer wieder. So. Aber ich glaube, wir haben es geschafft. Wir hätten da eigentlich gerade noch halten können und ein bisschen Ding ins Bumsens Seil runterschwingen können. Das Öl muss durchsickern. Ach so, la. Ah, das Öl. Nee. Alter, du Bastard, ey. Boah. Nur ein bisschen erschreckt. Kommt her. Ich weiß, ihr wollt es. Kommt her.
Jetzt kommt er einfach von der Seite angefahren. Muss mal ganz kurz ver... Nein, 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 fuck you. Deine Mom... fährt im Hühnerstallmotorrad. Nein, lass mich doch mal. Ich habe gerade nicht geatmet. Nur ein bisschen Stress hier. Nur dezenten, leichten Stress. Was ist denn? Du sollst... Ach so, mit E, nicht mit F. So, dann schneiden wir mal hier hinten das Fell ein bisschen auf und duppen ein bisschen Fell ab. Was verkaufen können und Sachen herstellen können. Ja, leicht stressige Situation gerade. Haben wir gut gemeistert, würde ich sagen. Vorrang gemacht. Das haben wir. Wir haben ja auch überall noch Pfeile hingestellt bekommen, damit wir noch länger mit denen fighten können. So, jetzt wollen wir uns mal schnell hier ein bisschen umschauen. Nehmen das Fett gerade mit. Nehmen den Übersetzungskram mit. Der jetzt bitte, danke. Und dann machen wir hier mal das Grab fertig. Das ist ja hier klar. Ja, jetzt gehen wir über den brennenden. Über die brennende Schlucht hier. Oh, das wird ganz schön warm am Rücken. Ja, werden die Haare mal wieder ein bisschen versenkt. Schön Laras Rückenhaare. Der Kind. Noch ein paar Aufzeichnungen. Geil. Die Ältesten des Dorfes haben uns Wie gesagt, ich gönn's jedem, der sich das angucken will. Ich würde das eigentlich... Also an sich... An sich muss man das so machen, dass man am Ende, wenn man quasi das Spiel durchgespielt hat, sich diese ganzen, also zum Beispiel diese ganzen Schriftrollen, die man gefunden hat von oder Tagebuchaufzeichnungen, so am Stück anhört und durchliest, damit das alles auch irgendwie, finde ich, Sinn ergibt, weil diese einzelnen Sachen, das ist ja immer ein bisschen nervig so. Wotan ist ein uralter Maya-Gott des Krieges. Damit man das mal einen Zusammenhang hat. Ich meine, du liest ja auch im Buch nicht erst die 600. Seite, dann die 300. Seite, dann die 700. Seite, dann die 100. Seite und die erste Seite. Sondern das macht man ja auch alles so ein bisschen chronologisch, wie sich das gehört halt, ne? Wir machen erst das Grab fertig, dann ist auch die Folge dann zu Ende. Aber erst, Leute, erst machen wir das Grab fertig. Das stürmt hier ein bisschen. Alter, das ist aber auch ganz schön stürmisch. Hier. So fett. Kann man jetzt hier einfach hochklettern, oder? Ja. Cool. Brauchen wir den Baumstamm gar nicht. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass hier jetzt noch viel kommt. Gott des Todes. Ich muss darüber. Okay. Ich muss dieses Feuer löschen. Ja. Das kann man hier mitmachen. Das ist ja krass. Aber wie löscht man jetzt das Feuer? Alles klar. Lass mal kurz zurück. Danke. Okay, Freunde, wisst ihr das? Die Folge ist jetzt schon. Das könnte der Ausgang sein. Ja, ist der Ausgang. Die Folge ist jetzt schon über eine halbe Stunde. Bevor das jetzt noch eine halbe Stunde wird, der Punkt hier ist immer sehr gut zum Speichern. Würde ich sagen, wir machen hier eine Folgenpause und dann in der nächsten machen wir dann das Grab, weil das sieht noch ein bisschen länger aus, als ich gedacht habe. Deswegen Dankeschön fürs Zuschauen bis zu dieser Stelle. Ich hoffe, ihr seid in der nächsten auch wieder dabei und kann euch dort herzlich begrüßen. Wie immer, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann könnt ihr einen Kommentar schreiben und begründen. Und mir sagen, warum. Dann kann ich es besser machen. Und ihr könnt auch schreiben, dass es cool war. Das wäre auch ganz nett. Und dann sehen wir uns, beziehungsweise hören uns in der nächsten Folge wieder. Dankeschön. Nochmal haut rein. Ciao, ciao. Euer Jens.